Give me the code. Yeah, no problem. See, I'm doing what you wanted. There was never any doubt in my mind. Now I don't get the chance to offer. That's all the codes. Nice. Next up, Harley Quinn. Harley Quinn. Und damit willkommen zurück in Arkham City / Harley Quinn's Revenge DLC. Ja, hey Eike. Den schon jetzt endlich gelernt hat, keine Gegner mehr zu kloppen. Ja, der Witz ist, ja, man hat ja eh nur es hier... bringt nichts. Ja, vor allem, da man ja eh nur das Stahlmühlen-Areal für sich hat und man nicht gar nicht mehr um irgendwelche Sachen kümmern muss, mit Grenzen und so weiter. Das Einzige, worauf man achten muss, sind diese Scharfschützen-Heinis. Die können nämlich mächtig Schaden machen, aber das weiß man ja natürlich noch. Ich meine, unser LP von Arkham City ist halt nicht so lange her, oder Eike? 2,5 Jahre. So lange schon? Oh, die Zeit vergeht. Ja. Da haben wir noch nicht mal Warframe gespielt. Sicher? Ah. Bin sicher. Ja, ja. Es war schön, aber es war auch sehr lang. Nicht wahr? Ich erinnere mich, dass es ziemlich lange gedauert hat. Ja, aber da war es gut. Ja. Aber wir kannten da eins noch nicht, Eike, was wir in unseren Replay von Arkham Arkham Silent eingebaut haben, weißt du noch? Na? Ich meine natürlich das Bad. Ja, da hatten wir aber viel mehr Memes drin. Stimmt. Wir haben viel mehr YouTuber getötet und so weiter. Ja, ja, ich weiß noch. Und PewDiePie auftreten lassen. YouTuber, die man heute gar nicht mehr kennt. Ja. Das war enttäuschend. Ein Tritt vor den Kopf erhöht das Denkvermögen, nicht wahr? Ja, rein da. Ja, rein da. Und ran mit dem Code. Aber jetzt sage ich euch, Leute, ich werde nicht, wegen apropos DLC, DC meine ich, Hideaway, ich werde nicht Injustice 2 spielen. Das ist ja auch nicht, ist ja auch nicht mal ein richtiges Spiel. You're next, B-Man! Oh, zum Glück, es ging B-Man und nicht Batman. Ja, mein Glück hat. Ja. Können wir die auch boxen oder geht die nur mit den Batarang kaputt? Ich glaube, die gehen nur mit Batarang kaputt. Zack. Wie viel waren es nochmal? 30 Stück muss man, glaube ich, sammeln, ne? Ah. 30, ja genau. Aber das werden wir nicht hundertprozentig machen, weil... nur so nebenbei. Ah. Nach oben ziehen. Wo können wir denn hinziehen? Da. Das merken die nicht. Was haben wir denn da? So, und alle glauben, das erste ist fertig. Ja, und dann noch dann Mr. Autotür da. Auch Granate. Ja. Und das Explosivfass benutzen. Ja. Sie war nicht wirklich da. Los. Ah, der Elektrokerl. Scheiße. Na komm. Du hast dich schon mit mehr Gegnern geklopft. Ich weiß. Hier gibt's keine Knarren. Ah, ja. Ich liebe es. Einfach die Leute ein bisschen trollen mit wie heißt das, den Batarangs, dann klappt das schon. Hoffen wir's. Vorsicht, da wirft er. Weg mit dir. Yeah. Oh. Und den natürlich von hinten. Und immer wenn irgend so ein Heini versucht an... Ah, das war jetzt nicht geplant. Wenn immer versucht so ein Heini an die Waffen zu gehen, immer mit dem Batarang unterbrechen. Ja, wirklich cool. Ah! Ja, du bist still. Ja, das liegt daran, weil ich jetzt... Du verlierst gleich. Oh, die stehen da ein bisschen eng jetzt. Ja, es wird ein Grab. Die stehen hier ein bisschen nah zusammen, Leute. Du hast doch noch eine Granate. Ja. So, wartet mal. Wie war das nochmal bei denen hier? Ah, so war das. Ah. Ah, du. Bastard. Weg bist du tot. War ich aber nicht ganz. Du bist komplett still. Nein, ich bin konzentriert. Smoke Pellet. Is this gonna hurt? Ah, fuck you.
Ah, kleines. Wie heißt das? Wie heißt das? Kleines Slowdown, aber das kann passieren. Und Bildschirm geht down. Nein, geht er nicht. Das ist die Folge für die Tonne. Geht er nicht. Ah! Nein, 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 nein. Wirf doch eine Smoke Pellet. Ich hab keine Smoke Pellet. Ah? Mit dem Batman kann man übrigens auch die Leute zusammenhauen. Ah, ah, ah! Oh, da fliegt er! Ist es nicht wunderschön? Und ausgeschaltet! Oh, das war knapp. Mit einem Lebenspunkt überlebt. Ja, aber warte, das Orchester spielt aus und gibt uns Leben. Danke sehr. Ja, wer hat gesagt, dass wir der Let's Player Pro-Gamer sein müssen, oder, Eike? Naja. Wenigstens hat das geschafft. Weißt du, die Selbstschussanlagen kommen jetzt. Ja, weißt du eigentlich, wie ich Injustice auch nehme, Eike? Aber es nehmen gleich viele Leute so. Mortal Kombat für Kiddies. Ist es auch nicht auch, ne? Nein, ist es nicht. Aber es ist doch von denselben Leuten, oder nicht? Ja, trotzdem. Ah. Wenn man keine Ahnung hat, Fresse halten. Wieso denn? Magst du es etwa? Ich bin nicht so. In sich ist es gut. An sich ist es okay, ja. Ich meine nur, der Joker gießt Benzin über dich, zündet dich an, sagt, you're fired. Ja, aber Let's Play. Das ist für Kinder. Ja. Mhm. Amerikanische Kinder. Nur weil da kein Blut spritzt und keine Knochen. Das sind nur arschverletzte Mortal Kombat-Spastis. Ja. Die sagen, die sind für Kinder. Weil es keine übertriebenen Killdinger gibt. Ja, genau. Vom Arsch angezogen wird der Säge zerlegt werden. Das ist genau das, was ich haben will. Ja, das wollen wir doch alle haben, nicht wahr? Warte nein, mal. Launcher. Stimmt, hier sind wir doch als Nightwing. Nee, Robin natürlich nicht. Robin reingekommen. Ja. Boah, hier müssen wir uns sauber machen. Das ist verschlossen. Wartet mal. Ah, wir müssen dann wieder den Weg ändern. Oder wir gehen einfach so rüber. Ist ein bisschen überdreht, ist zwar ein bisschen umständlich, aber hey, was soll's. Wir haben schließlich Zeit, nicht wahr? Ja. Ja. Ah, und das ist natürlich auch ein Hinweis darauf, dass wir richtig sind. Jetzt zu sammeln. In jeder dritten Verpackung. Ah. Wer sagt denn bitte, dass, und da dachten wir schon, dass es hier keinen Mark Hamill geben würde, weil er ja tot ist. In dieser, jetzt schon. Obwohl wir sehr in der Vergangenheit sind. Das ist sehr kompliziert. Und, Eike, gibt es irgendwie Batman technisch irgendwas Neues, Interessantes? Nein. Nö. Nächste vielleicht. Ich bin kein Batman-Fan. Aha, aber du magst Batman, glaube ich, doch schon mehr als Superman, oder? You're still alive, aren't you? Now, don't get me wrong. I can't guarantee you'll stay there. Ah. Look around. If I don't kill you, one of my friends up there will. Go on, take a look. You see those sniper rifles? Real nice. Yeah. Target little tiny bits you and blow them off one at a time. Warte mal. Oh, come on. Come here, da. Eins. Zwei und drei. Erstmal die Sniper-Stealthy. Natürlich die Sniper-Stealthy. Nein, nein, den anderen. Der ist höher gelegen. Der ist höher gelegen. Ja. Achtung. Ja. Ah, du blöde. Danke sehr, du blöde. Ja, danke sehr. Scheiß Kamera. Eins der kleinen Kritikpunkte an Arkham-Spielen. Manchmal ist die Kamera manchmal blöd. In dem Fall warst du blöd. Ja, das war. Weil du den nicht schnell genug gemacht hast. Ja. Den Detective-Modus. Ja. Ja, wir wollen den Detective ja auch nicht zu vor oft... dem runterspringen. Wir wollen den Detective ja auch nicht zu oft einsetzen, weil, dadurch wird, ja, wissen die, wie heißt das? Oh, Batman! Du sollst... Weil dadurch verliert man ja natürlich, nicht, wie heißt das, Hintergrund. Übrigens, wusstest du eigentlich, dass mit dem Batclaw die Gitter viel besser, schneller abbekommt, als mit den Händen? Ja. Mhm.
Merkt es euch also, wenn ihr mal hier rumläuft. Oh, da kommt der Typ. Ja, der muss jetzt weggehen. Mach den Detective-Modus an. Ja. Guck nach rechts. Ich sehe ihn. Du musst mir jetzt nicht erklären. Ich sehe es schon. Ja, du siehst ihn, aber du gehst da nicht. Du guckst da nicht hin. Wir müssen erst warten, bis er vorbeigeht. Denn ich denke, die beste Methode ist hier Stealth. Du weißt schon. Was haben die eigentlich immer mit denen, mit ihren Polizisten? Warum wollen sie die mal entführen und so weiter? Haben die nichts Besseres zu tun? Was ist mit den alten, klassischen Bösewichten, weißt schon? Weltherrschaft oder irgendeine Bank überfallen? Naja, die Zeiten haben sich geändert, nicht wahr? Gleitkick oder nicht Gleitkick? Hm, na komm. Warten, bis er entweder zurückgeht. Ja. Was ich empfehlen würde. Warten wir und... Ups. Hä? Was? Hä? Wieso? Wa Kameras. Wie? Da hinten ist einer. Da, da oben. Guck mal da oben. Wo? Da oben, da. Da, da ist einer. Wo ist hier eine Kamera? Nein, direkt auf der 7-Linie. Da war ein Wächter. Da war einer von den Typen. Einer von den Goons. Ah. Einer von den Goons hat dich gesehen. Das war aber... Du hast dich hinter ihn gestellt und auf der anderen Seite war einer. Ja, solange sie ihn jetzt nicht töten. Ich soll ihn nicht smashen, wenn das macht natürlich Lärm. Ja. Deswegen. Du spielst aber echt scheiße. Ja. Du spielst nicht gut. Ja, ich wollte eigentlich direkt hinter ihn fallen und ihn dann takedownen. Ja, da war ein zweiter. Da siehst du, da sind zwei. Der war da, wo der Batman gerade steht. Ja. Ah, weißt du was? Ich zieh den jetzt einfach über das Geländer rüber und knall ihn auf den Boden. Bringt nichts. Nichts? Haben sie entfernt. Fallschaden ist entfernt. Und? Ah, ich bin sauer! Das ist so deine Lieblingsfähigkeit. Bum, 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 bum. Anstatt Kombos zu machen. Schnapp ihn dir. What? Mach ihn auf dich aufmerksam, genau. Excuse me. You're safe. I don't think so, Bad Brain. Oh. Oh, das Bett hören. Does it hurt? Too bad. Come on, boys. Ihr Style hat sich geändert, aber ihre Stimme ist immer noch dieselbe. Offensichtlichkeiten. Hm, es piept. Hurry up, idiot. Also wer hätte das denn erwartet? Come on, don't piss off Harley. Natürlich. Nimm seinen Supergürtel ab, anstatt ihn die Maske abzuziehen. Oder bum 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 an den Kopf. Nein, das ist die Austin Powers Logik, nicht wahr, Eike? Und jetzt sind wir wieder in der Gegenwart. Endlich ist diese scheiß Sequenz fertig. Ja. Tim, what's going on? Have you found him? Kinda. What does that mean? Don't worry, I think I'm close. I'll let you know. Save Batman von Harley Quinn. Tja. Das war jetzt ein wenig ungeschickt. Ja. Tja. Nicht gut gespielt. Ja, ich weiß. Und ich schwitze wahrscheinlich wieder einen halben Liter Flüssigkeit ausgeschwitzt. Warum? Bleib doch mal entspannt, dann wird's wahrscheinlich besser. Du verkrampfst dich wieder. Ja. Wie damals bei dem. Wie heißt das? Dem Endkampf da? Dem Titankampf. Ah ja, der erste, bei der ersten Asylum, ja. Meinst du, ja? Und jetzt bist du wieder verkrampft. Und ihr wart sehr amüsiert. Schild, Messer, Basie und Basie. Tja, erstmal sondieren das Feld, bevor man natürlich sich in den Kampf begibt. Is it hard being a little chicken? I'm not chicken. I'm just doing what I'm told. Wartet. Right. Hä? Ich hab doch... Oh! Was ist denn los mit mir heute?
Irgendwie arbeitet das Spiel gegen mich heute. Nee, du spielst einfach nicht gut. Wieso? Ich habe mich doch so ausgerichtet, dass das eigentlich abhalten sollte, das Schild. Zumindest haben die ja keine Waffe. Okay, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Harley Quinns Revenge. Wenn wir rausfinden, ob sie ein Hot Topic eingekauft hat. Obwohl, das kennt keiner. Oder? Weiß schon, Gothic-Lagen halt. Und ist Joker wirklich tot? Ja, ist er. Also Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Harley Quinn's Revenge. Eike, was sagst du? Denn? Bis denn. Was? Was?